Das ist die nächste Folge meiner XA Weekly News. Wir sind in Kalenderwoche 41, 2024. Achtung, diesmal gibt es nur alles, was bis zum Donnerstag passiert ist, weil ich nämlich ab da bis Sonntagabend auf einem Kurztrip bin, den ich auch nicht absagen will. Ne? Und deswegen, ne, also falls irgendwas Wichtiges passiert, Donnerstag Nachmittag bis Sonntagabend, werde ich das in den nächsten Weekly News erwähnen. Ne? Also nicht, dass, wenn da irgendwas passiert und ihr denkt, oh, der hat schon wieder die Hälfte nicht gerafft. Ich bin einfach nicht da. Ja, wie ist das Wetter? Schön kühl, schön regnerisch, VR-Wetter. So wie das sein muss, ja. Ich freue mich daran. Das Einzige, was halt ja, ein bisschen blöd ist, wenn es morgens noch so dunkel ist, ja, das ist nicht so schön, aber naja, es jammern auf hohem VR-Niveau. Es gibt wieder alles zum Thema VR, Hardware, Spiele, Releases und Sales. Danke an meine Sponsoren, Woodgoss VR, auch bei Events, Virtual Escape und Virtual Center Basel. Viel Spaß mit den Weekly News und los geht's! Voodoo.de. Ja, es gibt tatsächlich ja schon die ersten Hand-Ons von der Meta Orion. Ich habe ja schon letzte Woche gesagt, ich hätte gerne auch eins gehabt, aber ja, da so weit bin ich halt irgendwie noch nicht. Aber gut, vielleicht gibt es irgendwann noch die Möglichkeit. Also, auf jeden Fall, die hier haben das getestet. Und, also von testet, ja. Die heißen auch wirklich so, ne? Und die hatten dann, ja, durchaus so ein bisschen Zeit, diese Brille mal zu testen. Und haben dann auch von dem Herrn Bosworth einige Informationen rausbekommen. Zum Beispiel, dass intern 10.000 Einheiten produziert werden. Moment. 1.000 Einheiten zu 10.000 Euro jedenfalls, Dollar. Ne? Und das ist mal schon eine Ansage, nur fürs interne Testen so viel Kohle rauszuhauen. Ne? Aber gut, Meta halt. Ne? Die können sich das, glaube ich, leisten. Die Brille an sich wiegt 98 Gramm, was durchaus, denke ich mal, noch gerade so in Ordnung ist. Die wollen das aber noch weiter reduzieren. Zum Beispiel die Ray-Ban Smart Glasses, die wiegen 50 Gramm. Die werde ich übrigens auch noch irgendwann vorstellen, sobald ich ein bisschen Zeit habe. So, dann haben sie gesagt, okay, wir haben 70 Grad Field of View, was eigentlich gut ist, ne? Also für eine AR-Brille auf jeden Fall. Also das ist ein hoher Wert, auch wenn man jetzt natürlich sagt, für VR-Brillen ist das gering, aber so ist es halt. Und durch diese Linsentechnologie, durch diesen ganzen holographischen Display, verliert man sehr viel an Licht, sage ich jetzt mal. Das heißt, diese Projektoren, die müssen unfassbar hell sein, diese Mikro-LED-Projektoren. Und die sind auch wirklich hell, die da anscheinend drin sind. Trotzdem kommt am Schluss noch zu wenig Licht rein, sodass du im Hellen draußen das noch nicht so gut nutzen kannst. Und das ist natürlich schwierig, weil wir wollen natürlich im Hellen das auch nutzen, ne? Logischerweise draußen. Da müssen sie also noch weiterarbeiten. Die Auflösung scheint anscheinend auch noch nicht so wirklich hoch zu sein. Wir haben 13 Pixel per Degree. Das ist sehr wenig. Ja? Also da muss auch noch dran gearbeitet werden. Es gibt zwar noch eine Einheit, die auch schon funktioniert. Die hat 26 Pixel per Degree von der Orion, aber die ist dann noch dunkler. Ne? Und das ist natürlich, ja, die wollen später irgendwann ja 30 Pixel per Degree erreichen mit der Meta Orion und das ist dann völlig ausreichend. Das Eye-Tracking funktioniert so, dass hier Kameras verbaut sind, so wie in jeder anderen Eye-Tracking-Brille auch. Und die Infrarotsensoren sind ja normalerweise hier drumherum angebracht. Aber bei der Meta Orion sind minimale kleine Infrarotleuchten. Seht ihr diese ganz kleinen Punkte hier? Die sind mitten im Sichtfeld. Und das ist verrückt. Und da sind, ich kann es mal noch näher ranzoomen. Seht ihr diese? Das sieht aus, als wenn da irgendwie so was abgeblättert wäre von irgendeinem Kleber oder was. Nee, das sind Kabel, minimale Kabel für die Infrarot-LEDs. Und da haben die tatsächlich gesagt, okay, das sieht man sogar noch. Ja,
Das ist natürlich auch Mumpitz, wenn du dann hier so Gekräusel drin hast. Ne? Die haben das extra so komisch angeordnet und nicht in rechten Winkeln oder so, damit man das weniger sieht. Diese Recheneinheit, die du ja in der Hose haben musst, die ist schnurlos verbunden. Also du musst da kein Kabel mit dir rumschleppen und hat Wi-Fi 6 mit einer Reichweite von ungefähr 10 Fuß. Wie viel ist 10 Fuß? Muss man das jetzt ausrechnen? Auf jeden Fall ist das jetzt nicht so unfassbar weit. Ne? Diese Recheneinheit, die kannst du im Prinzip den ganzen Tag nutzen und die Meta Orion Brille an sich kann man ungefähr bis zu 3 Stunden nutzen. Ne? Also wie eine VR-Brille halt. Das ist natürlich auch nicht so lange, wenn du jetzt, sag ich mal, eine längere Strecke mit dem Auto fährst oder irgendwas mit Pausen, dann ist es schon leer. Ne? Da muss man natürlich auch mal schauen. Aber die werden auf jeden Fall noch weiterhin daran arbeiten. Die werden das noch leichter machen, höhere Auflösung. Und insgesamt sagen sie immer noch, das Ganze soll auch bezahlbar sein. Und das finde ich gut. Ne? Also die kommen jetzt nicht um die Ecke wie Apple und sagen, ah komm, hauen wir den krassesten Scheiß raus, kann aber niemand bezahlen. Ne? Und das finde ich gut. Also ich sage mal, wenn das Ding zwischen 1.000 und 1.500 Euro kosten würde, boah, da würde ich mir wahrscheinlich noch zulegen. Ne? Weil das ist ja schon wirklich der krasseste Shit. Ne? Also in so einem kleinen Format eine AR-Brille einzubauen, ist schon krass. Ne? Naja, schauen wir mal. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja, einigen Berichten zufolge, also es gab ja früher schon Berichte, da wurde ja angekündigt, dass Samsung und Google und Qualcomm an einer XR-Brille arbeiten. Und jetzt ist aber auch noch rausgekommen, laut einem Report von The Information, dass Samsung und Google auch an einer Smart-Brille arbeiten. Wie wir sie schon kennen von Meta, die Ray-Ban Meta Smart-Brillen. Und es gibt verschiedene Prototypen. Die heißen Betty und Mary. Betty ist ein Gerät, was tatsächlich ein richtiges Display auch hat. Und zwar eins. So wie wir das damals von der Google Glass kennen. Die habe ich ja auch zu Hause, die Google Glass. Da hast du so einen Block hier und so. Und dann gibt es noch diese Mary. Und die hat zwei Gläser quasi. Das ist also ein bisschen was anderes. Die Ray-Ban Meta ist ja nur Audio-Augmented Reality. Das heißt, man sieht nichts im Display. Also man hat gar keine Displays erst, sondern ganz normale Brillengläser. Und hier siehst du anscheinend irgendwas. Finde ich interessant. Ich meine, diese Google Glass war ein bisschen verrückt. Da hast du ja so einen kleinen Block hier gehabt. Da hast du so kleine Informationen oben immer gesehen. Könnte, wenn das nicht störend und nicht schon wieder so hässlich und auffällig ist wie damals, könnte das was werden. Aber viel mehr weiß man darüber nicht. Und logischerweise sind die natürlich absolut dann in Competition mit der Meta Orion. Und was da genau kommt und wann und wie, das weiß man noch nicht. Auf jeden Fall arbeitet Google und Samsung arbeiten auch daran. Ja, da muss man ja gucken. Also Google in allen Ehren und so, aber die haben viel gemacht, also die haben auch viel falsch gemacht. Diese ganzen Smartphone-Halterung, Dream Glass oder wie hieß das nochmal? Dream? ich weiß nicht. Und dann die Glasbrille an sich ist ja auch schon gefailed, ja. Also die haben auch schon viel Mist gemacht. Da muss man dann auch mal schauen, was daraus wird. Ne? Aber je mehr Leute dran arbeiten, umso besser wird. Ne? Ich halte euch da auch natürlich auf dem Laufenden. Kurze Info über Human Fall Flat. Das habe ich ja schon angekündigt, dass das kommt. Das ist so ein Physics-Platformer. Und zwar kommt das Spiel jetzt tatsächlich an Halloween raus, am 31. Oktober 2024. Und zwar kommt das raus für MetaQuest, Steam, also PC VR und PlayStation VR 2 und kostet 13 Euro. Das ist natürlich jetzt nicht so viel. Und ja, ich gucke mal, dass ich da Zugriff drauf bekomme. Und ja, dann können wir vielleicht ein bisschen Spaß haben mit dem Spielchen. Ich bin gespannt.
Zwei kleine Infos für euch, für die Meta Horizon Welt quasi. Das ist ja so eine Online-Social-Welt und da kannst du ja auch Avatare haben. Ne, das habe ich alles auch schon ausprobiert, habe ich auch schon mal gezeigt. Und wusstet ihr eigentlich erstens, dass man diese ganze Welt auch auf dem Smartphone einfach spielen kann? Also wenn ihr gerade keine VR-Brille habt und euch trotzdem in diesen Welten bewegen wollt, tut ihr einfach euer Handy nehmen und könnt durch die Welt auch gehen. Ne? Also wenn eure Freunde gerade in VR sind, ihr seid unterwegs und wollt aber auch mit rein, könnt ihr das über die Meta Horizon App machen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Vielleicht wusste das der eine oder andere noch nicht. So, und jetzt kannst du nämlich auch noch einen Avatar erstellen. Und das habe ich ja schon letzte Woche erzählt. Aber es geht sogar, dass du diesen Avatar aus einem Selfie erstellst. Ich habe das sogar ausprobiert. Wenn du hier auf der Handy-App dann mal guckst, da kannst du hier aus Selfie erstellen. Wenn du einen Avatar erstellst, drückst du den blauen Knopf, aus Selfie erstellen, dann machst du so ein Bild von dir und dann erstellt dir einen Avatar, der ungefähr so comic-mäßig so ein bisschen aussieht wie du selber. Finde ich cool, ne? Habe ich auch schon gemacht und ja, dann ist es halt nicht so, also du kannst das natürlich auch selber erstellen mit diesen ganzen 1000 Reglern, aber so ist es natürlich noch ein bisschen einfacher. Und ja, ihr könnt mal reingucken in die Welt. Ich finde die gar nicht so schlecht, ja. Also hatte ich schon ordentlich Spaß mit. Kannst ja auch in verschiedene Welten reisen. Aber ja, müsst ihr selber mal ausprobieren. Ja, auf der Meta Connect hatte ich ja auch die Möglichkeit, mit Mark Rapkin zu sprechen. Das ist ja quasi der Vizepräsident von Meta AR, VR. Und der hat ja mir versprochen oder uns versprochen, dass Meta auch weiterhin PC-VR macht und sich drum kümmert. Und die Versprechen sind auch tatsächlich anscheinend wahr, denn Meta hat tatsächlich die Link-PC-App von Meta selber jetzt geupdatet. Ja, also die machen da tatsächlich noch was. Also die lassen PC-VR doch nicht schleifen, so wie wir alle vielleicht gedacht haben. Und das bedeutet, wir können jetzt in der Meta-PC-App casten. Also das heißt, wir können zum Beispiel auf einen Webbrowser casten, wenn wir zum Beispiel auf einem Monitor oder so unser Geschehen auch erleben wollen. Ne? Das geht jetzt dann auch. Ne? Also das Geschehen, was du dann siehst, das kannst du dann casten. Das ist vielleicht auch ganz cool zum Aufnehmen und so. Bist du jetzt nicht mehr auf Third-Party-Sachen wie Virtual Desktop oder die Steam Link App oder so ja, abhängig von. Und was du auch noch machen kannst, ist halt Remote Desktop. Ne? Dann kannst du halt auch so deinen Desktop da noch benutzen und alles. Und das ging vorher nicht. Das ging natürlich schon ewig mit allen anderen Apps, zum Beispiel halt Virtual Desktop. Aber jetzt hast du es halt in der Meta-PC-Software drin. Und Virtual Desktop ist ja übrigens kostenpflichtig. Ne? Und das hier kostet natürlich nichts. Und finde ich eine gute Sache, dass Meta jetzt da doch noch Gas gibt. Ja, also es hat natürlich nicht die unfassbar vielen Funktionen und so, also zum Beispiel auch so ein Cinematic Mode gibt es dann noch nicht, wie in dem Meta Quest Developer Hub und so, aber immerhin, die machen da was und ja, anscheinend war das keine Lüge von denen. Hit me baby one more time. Ja Leute, Britney Spears gibt es jetzt in Beat Saber, ja, das was wir uns alle schon seit unserer Geburt gewünscht haben. Britney Spears in VR. Nee, also Scherz beiseite, das gibt es tatsächlich jetzt ein DLC und da sind ja folgende Lieder hier drin: Baby One More Time, Circles, Gimme More, I'm a Slave for You, Me Against the Music, Oops, I Did It Again, auch ganz wichtig, Overprotected, Scream and Shout, Till the World Ends, Toxic and Womanizer. Ja. Also ich meine, die Leute, die in meinem Alter so sind, die sind natürlich auch mit Britney Spears aufgewachsen. Ja, ja mein Gott, ich gebe zu, ich hatte auch ein Poster von ihr im Zimmer hängen. Jetzt ist es raus, verdammte Scheiße. Erzählt es keinem weiter. Ja, bitte nicht. Und ja, so ist es aber halt. Ne? So waren wir früher, das haben wir gemacht. Und jetzt könnt ihr das halt kaufen. Ne? Also ihr könnt die quasi alle einzeln auch kaufen, kostet 1,99 Dollar jedes Lied oder das ganze 11er-Pack kannst du dann für 14 Dollar kaufen. Ne, das könnt ihr dann machen und dann habt ihr auch
War zum Zocken wieder, war zum Tanzen. Ich finde es eigentlich ganz cool. Ich finde es auch ganz witzig, dass Beat Saber da immer noch voll am Start ist. Also tolle Sache. Ja, sieht aus, als wenn X-Real nochmal eine ordentliche Finanzspritze bekommen hat. 60 Millionen Dollar haben sie in der Finanzierungsrunde eingenommen. Das ist eine Menge, ja, von verschiedenen Investoren. Die sagen hier Alibaba, Neo Capital, Sequoia. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles richtig ausspreche. Ja, da sind ein paar bekannte Firmen auf jeden Fall dabei. Und ja, ich denke, das wird denen weiterhelfen. Also sie haben gesagt, sie werden viel in Forschung und Entwicklung, und aber auch die Fabrik, die soll erweitert werden, ne, mit dem Geld. Und ja, wir wissen ja, dass X-Real oder Enreal hießen sie ja damals, ziemlich gute AR-Brillen machen. Also die ich damals getestet habe, das war wirklich bis dahin die beste AR-Brille, die ich hatte. Es gilt immer noch als eine der besten. Und jetzt wird ja dann die X-Real 2 Ultra rausgebracht, ne, für $699. Ist jetzt auch nicht so der extreme Preis, ne? Und ja, da bin ich mal gespannt, was sie daraus machen. Aber Glückwunsch auf jeden Fall, dass da so viel Kohle nochmal rumgekommen ist. So, schauen wir uns noch die Releases an. Diese Woche auf Steam haben wir Thread the Void. Also wie gesagt, das sind nur die Releases bis inklusive Donnerstag, weil ich ab dann ja nicht mehr da bin. Nächste Woche dann mehr. Das ist ein Arcade-Action-Spiel, ja, wo wir dann durch so einen Tunnel rasen müssen. Dann haben wir einen VR-Film, My Inner Ear Quartet. VR-Film finde ich eigentlich immer ganz geil, ne? Also da würde ich mir vielleicht sogar mal anschauen. Und dann auf der Meta-Quest haben wir Metamorphosis. Da habe ich eine frühe Version schon angetestet, die habe ich aber dann wieder sein gelassen, weil das wirklich sehr, sehr fehlerhaft war. Allerdings gab es ein Update. Ich werde vielleicht, wenn ich Zeit finde, da nochmal reinschauen. Mein Gott, dass ja immer dieses Ding hier oben aufgeht, da kriege ich ja die Krise. Sorry. You Can't Scare Me. Das ist ein Horrorspiel, und zwar Multiplayer. Da kann man sich gegenseitig, quasi soll man sich da erschrecken und jagen. Dann haben wir Into the Black. Das könnte mir gut gefallen. Das ist ein First-Person-Action-Abenteuer. Ne, da müsste man mal schauen, dass ich das mal ausprobiere. Mal schauen. Also im Moment habe ich wirklich so viel zu tun. Ihr könnt euch ja wahrscheinlich vorstellen, warum das so ist. Ja, sehr bald wisst ihr warum. Und ja, deswegen, also im Moment ist einfach, es ist wirklich crazy. Ich arbeite, also gestern, also jetzt, wo ich gerade das aufnehme, ist Donnerstag, habe ich euch ja gesagt, dass ich dann nach und nicht mehr da bin. Ich habe gestern zum Beispiel, bin ich aufgestanden um 6 Uhr. Ja, und ich habe ja dann noch meinen normalen Job nebenbei, ja, meinen normalen Fulltime-Job. Und inklusive dem ganzen YouTube-Zeug war ich abends um 23.30 Uhr fertig. Ne? Nur mal so, wie mein Tag so abläuft. Ne? 6 Uhr bis 23.30 Uhr, das ist schon, und das passiert jetzt nicht nur selten, ja. Nur damit ihr mal so einen kleinen Anhaltspunkt bekommt, wie viel Arbeit das hier alles ist, was ich mache, ja. Vielleicht denkt ihr, oh, der sitzt so ein bisschen hier vor der Kamera und blubbert ein bisschen, macht so ein paar kleine Videos und alles, ne. Ist ja nicht viel Arbeit, ne. Das, setzt euch einfach mal neben mich und guckt, was ich den ganzen Tag mache, ne. Ihr würdet staunen. Bin ich vom Thema abgeschweift, ne. Another Door Escape Room. Das ist ein Escape Room mit Jumpscares und Zeitdruck. Das habe ich, ich glaube, jetzt, wo ihr das Video seht, müsste das Video schon draußen sein. Genau. Das könnt ihr mal angucken. Das ist wirklich crazy, also wirklich übel. Du wirst permanent gestresst durch Zeitdruck und Jumpscares und so und musst dann noch Rätsel lösen. Also das ist schon irgendwie ein bisschen abgefahren, ne? Ja, und das waren so die Releases, die ich jetzt bis Donnerstag gefunden habe. Wie gesagt, wenn irgendwas Wichtiges noch rauskommt, kommt das alles dann nächste Woche in den Weekly News. So sieht's aus. So, Leute, und schauen wir uns noch die Sales an diese Woche. Wie gesagt, auf alle Metaspiele, die neu erscheinen und so. Und die findet ihr immer in meiner Beschreibung. Da kriegt ihr immer einen 10% Rabatt drauf. Ansonsten geht sowieso über meinen Link immer
dann könnt ihr mich auch zusätzlich noch supporten. Das würde mich natürlich unfassbar freuen, weil euch kostet das nichts. Im Gegenteil, ihr kriegt meistens sogar noch 10% Rabatt. Hier gibt es Free Diver Triton Down. Das fand ich ein super tolles Unterwasserabenteuer. Das kriegt ihr jetzt für 8,99. Dann MyPub. Ja, wenn ihr ein bisschen... Für Kinder ist das ganz geil, ne? Da kannst du so ein bisschen so ein kleines Hündchen versorgen. Kriegt ihr jetzt für 99 Cent. Und Fisherman's Tale 2, super tolles Puzzle-Abenteuer, kriegt ihr für 11,99. Kann ich jedem raten, das ist super toll. Und dann Journey to Foundation. Vorsicht, hier haben einige tatsächlich gesagt, sie finden das doof. Ich fand es nie doof. Ich weiß nicht warum. Mir hat es gefallen. Schaut einfach gerne mein Video dazu erstmal, bevor ihr das kauft. Kriegt ihr auf jeden Fall jetzt für 13,99. Ist ein tolles Abenteuer in meinen Augen. Dann auf Steam haben wir Mask Maker. Super tolles Abenteuer, 80%. Bean Stalker, das ist eine Kombination aus Kletterparcours und Shooter. 90% günstiger. Und Arizona Sunshine 1. Da kommt ja bald das Remake raus. Das werde ich euch auch wahrscheinlich nächste Woche zeigen. Das kriegt ihr, den ersten Standardteil kriegt ihr 50% günstiger. Dann auf der PlayStation VR 2 Elvo VR Multiplayer Shooter kriegt ihr 50%. Gorn, brutales Nahkampfspiel, 50%. Paper Beast, tolles Abenteuer, 40%. After the Fall Multiplayer Zombie Shooter, 70%. Und Jurassic World Aftermath Zombie Dinosaurier Abenteuer, 70% günstiger. Ja, das waren die Weekly News. Ich mache mich jetzt vom Acker. Und bin dann Sonntag wieder da. das Video plane ich, habe ich aber trotzdem jetzt für Samstag 10 Uhr eingeplant, ne, damit ihr eure regelmäßige Zeit habt. Ne, das ist vielleicht ein bisschen besser. Die mich supporten übrigens über Patreon, YouTube, Kanalmitgliedschaft, die haben das schon Donnerstag gesehen. Ja, also ab einem Euro könnt ihr das machen. Schaut mal im ersten angepinnten Kommentar. Würde mich freuen, wenn über Patreon mal ein bisschen mehr wieder reinkommt, weil da ist jetzt... kaum mehr was. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber vielleicht habt ihr einen Euro für mich übrig. Ja, so sieht's aus. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.